Oh, davon ist... Oh ja, liebe Freunde, davon haben wir ein offenes Gebäude, zweistöckig. Oh, vor dem International Hotel. Und da werden wir eine Waffe finden. Hoffe ich mal. Wer hat mich gesehen, Mann? Wer? Ah, da hinten. Arnold, immer schön vorsichtig. Ich wurde schon gesehen. Aber ja, das macht nichts. Das macht dir ja nichts. So, komm, kriech. 1, 2. Kann ich ja gleich zurücklaufen. Kurz auf ein Schild schauen, ob ich richtig bin. Ich könnte an der Stelle mal erwähnen, ich habe neulich mal ein Let's Test oder ein Gameplay-Video von WarZ gesehen, die Abklatsche von DayZ. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Hat zwar wirklich, finde ich, auch Potenzial, hat ja, das hat ja, basiert ja auf der gleichen Idee wie DayZ, sage ich mal. Es gibt Zombies, offene Welt, man kann Waffen finden, wenn man stirbt, ist man tot und... Ja, hast du auch schon mal gesehen, Arnold, oder? Der WarZ. Ja, habe ich auch gesehen. Weiß ich auch noch nicht so genau. Makarov nehmen, sehr schön. Oh, Leute, ich hab's euch doch versprochen! Und was ich verspreche, halte ich doch immer. So, gehen wir mal hier in die Ego, da kann man ein bisschen besser... Alter, wie jetzt, wieso zitterst du so? Ja, WarZ, ist ja, das ist ja ein vollwertiges Spiel, gell? Ein vollwertiges Spiel, ja. Also ein Vollpreistitel. Mehr oder weniger, glaube ich. Prinzipiell ein Vollpreistitel, ja. Also keine Mod? Keine Mod in dem Sinn, nein. Es ist ein vollwertiges Spiel und ich weiß gar nicht, in welchem Stadium das sich gerade befindet. Bin ich ganz ehrlich ein bisschen überfragt. Ja, ich auch. Hab jetzt auch nicht schlau gemacht darüber, ich wollte es nur kurz erwähnen. Oh, da habe ich was für dich gefunden, ein 45er. Jawohl. Munition. Oh, Alter, jetzt komm. Lass mich doch einfach in Ruhe, ey. So, jetzt nehmen wir erstmal hier die Makarov rein. Ah, oh, ist das wieder ein Gefühl mit einer Waffe in der Hand. Alter, aber er ist schon wirklich ziemlich drauf. Vielleicht gebe ich ihm mal ein Schmerzmittel, dem armen Kerl. Soll ja helfen, so. Ja, da geht's ihm doch schon viel besser. Jetzt muss ja keiner leiden. Oh, da geht's auch eine Wasserflasche. Da hat jemand einen Lauf, hä? Da hat jemand einen Lauf. Ein Lauf. Und nochmal zwei Makarov Magazines. So, dann nehmen wir das G17 hier mal raus und noch ein Makarov rein und dann öffnen wir den Sack. Und dann machen wir das mal so und dann machen wir den Close Bag. Und eine Wasserflasche, juhu, die ist sogar voll. Das heißt, ich habe eine. Einmal trinken frei. Was haben wir hier in der Wand? Da liegt doch was. Das ist doch jetzt einfach nicht locker, gell? Das sind doch Bohnen, ist das nicht? Was? Was meine ich dir? Zwei Dosen mit Essen und eine Dose Cola. Und Verbandszeug. Das ist ja wie Weihnachten. Das ist echt wie Weihnachten. Super. Klasse. 911er Magazin habe ich noch. Nehme ich einfach mal mit. Verbandszeug. So, jetzt. Man glaubt es kaum, ich bin voll. Mein Rucksack ist voll und mein Inventar noch einen Platz, okay. So, dann gehen wir mal da hier. Brennholz? Nein, das brauche ich jetzt weniger. Oh, sehr schön, ey. Ohne Witz. Oh, Baba. Ich freue mich da immer so, wenn ich was finde, ne? Ich habe voll Angst zu schießen. Ich habe Angst, dass ein anderer Spieler mich hört, wenn ich jetzt anfange hier einmal zu schießen oder so. Ja, klar. So, da haben wir noch eine Uhr gefunden. Ah, was lege ich denn da ab? Das. Ach, komm, wir legen das G17 ab und dann nehmen wir mal die. Ich habe noch ein 45er gefunden, Magazin. Ein Verbandszeug, das würde ich auch gerne mitnehmen. Ach, dann lege ich das 911er jetzt aber ab. Ist da vorne das Meer? Alter, ich habe das Meer gefunden. Yay! Sehr schön. Mit dem Zombie im Rücken. Und, oh Mann, so viel und doch so wenig Platz. Schade. Und so viel zum Essen, ne? Ich esse jetzt einfach mal was, einfach um ein bisschen Platz zu schaffen. Was für eine Stadt ist das, bitte? Das AKM kann ich eigentlich auch rauslegen. Die leeren Dosen. Meine Güte, ich habe noch die leeren Dosen drin. Ich muss mich ja gar nicht beschweren, warum mein Rucksack voll ist.
So, dann nehmen wir noch einen. Genau das wollte ich auch gerade sagen, Arnold. Das hat er mich in Ruhe gelassen, glaube ich. Boah, ich bin hier echt ein Organisationstalent, Mensch. Nicht. Oh, was ist das? Eine Ziege! Ziege! Opfer die Ziege! Ich habe keinen Platz für Fleisch, Mann. Das brauche ich nicht. Da ist ein Leuchtturm, ein kleiner Leuchtturm. Sehr schön. Da gehe ich gleich mal hin. So, die Bengalos. Ach, ich kann die Bengalos kann ich auch wegschmeißen, komm mal. Brauche ich nicht. Ich kann eigentlich auch die. Na, die Winchester-Munition behalte ich mal noch. Ich habe immer noch die Hoffnung, eine Winchester zu finden. So finde. So, das haben wir da noch. Nochmal ein Makarov-Magazin. Ey, Mann, wie viele Makarov-Magazine man hier findet. Das ist abartig, ne? Das ist sehr gut. So, eine Dose Bohnen nehmen wir natürlich auch mit. Sehr schön, Oh, ich hab's gleich geschafft. Sehr schön. Weißt du, wo du bist jetzt gerade? Ich bin in dem Café in, der Ortschaft. In Ciano? Ciano ist. Genau. Nee, das gibt's ja nicht. So, das reicht auch mal. Das Kaffee hat mich echt ein bisschen glücklich gemacht hier. Ich nenne es einfach mal Kaffee. Ich weiß nicht, ob es ein Kaffee ist oder eine Bar oder auch ein Jagdmesser. Kaffeebar. Kaffeebar. Ding. So, hey, da haben wir doch wieder mal eine ganz passable Ausrüstung. Ich habe hier Schienen wieder. Gleisen. Geil. Habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Nice. Kein Fahrrad. Oh, kein Fahrrad hier. So, Dle. Kletter mal den Turm hoch. Ah, da geht's ja auch noch rein. Ey, abartig, was hab ich denn hier alles? Okay, jetzt bin ich voll beladen mit 4 Dosen trinken und 3 Dosen essen. Oh, ein Rucksack, ein großer Rucksack! Ha! Haha! Oder etwa nicht? Haha! Hab ich mich jetzt zu früh gefreut, oder wie? Was für Stimmung bin ich jetzt blöd? Hä, bin ich jetzt... Ich stehe, glaube ich, stehe irgendwie auf dem Schlauch. Jetzt guck mal, hier ist schon ein großer Sack, oder? Oh, oh. Hallo, ich kann doch... Alter, nein! Sag's nicht, dass da Zombies hochkommen. Nee, oder? Oh, ein anderer Spieler! Ah, schieß auf mich! Nein, ich wirklich, schieß zurück! Ich hab doch schon als erster geschossen, vielleicht hätte ich das machen sollen. Ich bin tot. Fabian wurde getötet! Oh, wie dumm. Das gibt's nicht. Ah, ich Depp hab als erster geschossen, hab ich... Da stand mir eine Waffe plötzlich vor mir und dann hab ich gedacht, come on. Scheißes. Okay, ich warte mal, bis du wieder da bist. Ja, so schnell kann's gehen. Ey, das regt mich jetzt auf. Vielleicht war es auch mein Fehler. Ich hätte vielleicht nicht schießen sollen. Vielleicht war er ja friedlich, aber... Keiner ist friedlich. Ja, eben. Ich sag mal, zu 90% töten die einen sofort. Und dann dachte ich, ich schieße mal lieber gleich los. Und der hat natürlich eine fette Wumme. Naja. So. War vielleicht jetzt auch nicht die schlauste Methode hier. Muss ich zurück in die Lobby, glaube ich, ne? Oder muss ich eine neue Stadt machen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Einfach nur da, wo dein Name jetzt steht, einfach wieder reingehen. So wie du normal immer reingehst, auch reingehen. Ich glaube, ich muss mich aber erst trennen. Ah, genau, dann bin ich ja wieder drin hier. Genau. Dann kann ich mich wieder rein. Ach, scheiße. Das war schon das zweite Leben von mir. Oh, ich nehme mal ein Schwert. 2:0 für den Arnold. Das war's wahrscheinlich du. Ne? Nein, das war ich nicht. Ey, das gibt's ja nicht. Sonst würdest du meinen Namen ja lesen. Ah, das ist eben das an der Stadt, ne? Also, man kann ja nicht dafür sorgen, irgendwie sicher zu sein. Oder es gibt keine Garantie dafür, sicher zu sein. Da sind eigentlich auch nicht gar nicht so viele Spieler. Wenn man überlegt, wie groß die Karte einfach ist. Ja, männlich. Ach, soll ich meinen weiblichen Charakter spielen? Nee. Ich weiß nicht, mir ist egal. Ich mach mal einen weiblichen Charakter. Habe ich nie gesehen. Vielleicht sterben sie ja schneller, keine Ahnung. Hey!
Wo kommst du jetzt her? Und jetzt liest I'm das untere... I'm sexy and I know it. Sehr schön. Jetzt bin ich wieder am Leuchtturm. Diesmal von der anderen Seite. Das heißt, wenn ich wieder da runter renne, komme ich wieder nach... Ja, Chan. Wo genau? Wie heißt die Stadt? Ah, ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Alter, das gibt's doch gar... Aber ich kann dir sagen, wo ich bin, ich kann dir sagen. Warte, jetzt muss ich kurz auf meiner Karte gucken. Meine Frau steht derzeit ein bisschen hier. Hier drum, das macht sie ganz gut. Ja, ich warte. Ich stehe eigentlich genau... Ja, hier bin ich, hier bin ich. Ich bin bei Kamishobo. Kamishobo. Das ist nämlich östlich von Elektro. Siehst du, das ist die erste größere Ortschaft? Ja, ja. Alter. Wo soll man uns da treffen? Wo soll ich hin? Ja, Richtung Tscherno laufen, oder? Gut, dann gehe ich Richtung Elektro, wieder in die Stadt, wieder sterben. Geh, wenn du willst, renn einfach durch, einfach so, so an der Küste entlang, weißt du? Ja, das kann ich, kann's ja mal versuchen, das war ein bisschen langweilig, aber. Ah. Ja, wie du willst, mir ist egal. Ich laufe jetzt los, ich laufe jetzt immer an der Küste entlang, damit ich schnell bei dir bin. Okay. So, die Frau macht richtig voran, die ist richtig schnell. Eins, zwei. Vielleicht haben die ja dann Mitleid mit mir, wenn ich eine Frau spiele und sie mich sehen. So, oh, das spielt Nein. sicherlich eine Frau, die töte ich lieber nicht, dann habe ich eine Chance bei ihr. Keine Ahnung. Die verschleppen dich noch. Die verschleppen mich und tun sonst was mit mir. Ich weiß nicht, was alles in dem Spiel möglich ist. Kartenspiel. Kartenspiel wahrscheinlich. Das Wasser sieht schon scheiße aus, ganz ehrlich. Ja, ich denk's auch gerade. Ach Mann, ey, so blöd. Jetzt habe ich echt gerade mal einen Ort gefunden, wo es einigermaßen was gibt und dann kommt da ein Typ hoch. Ich hätte echt gern gewusst, ob er auf mich geschossen hätte, wenn ich nicht als Erster geschossen hätte. Ja. Ich glaube auch, ne? Also. Ich glaube auch. Das ist doch Möglichkeit. Ja, und ich renne raus und lege mich aus Versehen auf den Boden, statt dass ich von der Hocke aufstehe, ne? Ich depp. Vor lauter Aufregung. So, da vorne kommt jetzt Elektro normalerweise. Wir können uns auch in Elektro treffen. Ja, also ich bin Weil jetzt. Hier ist, glaube ich, die kleine Stadt. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ja, ich könnte, glaube ich, ich bin bei Lothar. Wo ist denn das genau? Ich habe gerade die Karte nicht vor mir. Das ist so links neben Tscherno. Okay, das heißt, du kommst schon nach Tscherno und ich komme nach Elektro und dann treffen wir uns in der Mitte. Im ja. besten Fall. Wenn wir es denn überleben, schauen wir mal. Genau. Och Mann. Und ich stehe meinem Charakter von hinten auf den Arsch, während sie am Boden robbt. Da kann ich nichts dafür. Die zwei hauen ab. Ich glaube, hier gibt es doch irgendwo. Ich war hier schon mal. Meine ich. Das sind diese zwei Hütten da. Die da vorne müsste auf sein. Und da rechts von mir ist noch eine. Die müsste auch auf sein. Vielleicht finden wir da etwas Nützliches. Oh ja. Da haben wir doch schon was, oder? Ich glaube jetzt nicht an Waffen gleich, aber immerhin was zu trinken mal. Ja. Okay, was haben wir da? Munition, eine Cola. Komm, geh mal. Nee, oder? Ein Jagdmesser, das habe ich gerade gedacht, das ist eine Schrotflinte. Ah, wie kann man denn ein Jagdmesser mit einer Schrotflinte verwechseln? Ich weiß, aber ich kann's. Schrotmunition! Ah. Vielleicht ach, deswegen. Vielleicht deswegen. So, Granatwerfer. Ach, ich nehme einfach mal mit am Anfang. Man weiß ja nie, was für eine Waffe man findet. So, was haben wir hier? Pellets zum Kachelofen ein bisschen anfeuern. Leere Dosen. Ach komm, nehmen wir mal eine mit.